Thilo Ost von der Burnout-Beratung aus Mannheim ist zu uns gekommen. Wir haben gerade Herrn Schneidmann kennengelernt. Was sagen Sie zu seiner Selbsttherapie, wenn man so nennen mag? Das ist kein außergewöhnlicher Fall. Mhm. Es gibt sehr viele, die den Burnout auch als neue Chance und als Wandel im Leben erkennen und was vollkommen anderes machen. Da sprechen wir immer von so einer Drittelregel. Ein Drittel kehrt wieder an einen alten Arbeitsplatz zurück. Ein Drittel macht was vollkommen anderes. Meistens wechselt er sogar die Branche. Mhm. Und ein Drittel bleibt halt dauerhaft arbeitsunfähig. Frühberentung heißt es dann, ja. Sollte vielleicht nicht jeder zur Kettensäge greifen, das kann man vielleicht an der Stelle noch sagen. Nein. Aber wie erkenne ich denn also erste Anzeichen, Symptome einer Burnout-Erkrankung? Naja, am Anfang ist natürlich das erhöhte Engagement, das ich habe. Dann kommen wir zu Verhaltensänderungen, die zum Beispiel umbewerten von irgendwelchen Werten. Das heißt, früher bin ich mit meinen Freunden gerne weggegangen und habe einen Waldspaziergang genossen. Mhm. Heute tue ich das nicht mehr. Heute muss ich mich auch da noch mit Handy beschäftigen und da noch über Firmengeschichten erzählen. Ich kann also nicht mehr abschalten, meine Gedanken. Kreisen. Das sind so die ersten Symptome, die dann anfangen. Später wird es dann auch körperlich. Mhm. Die Muskelbeschwerden, da spricht dann der Körper zu uns, ich kann das nicht mehr tragen oder Tinnitus, ich kann es nicht mehr hören. Das sind deutliche Signale, die man eigentlich wahrnehmen sollte und darauf achten sollte und dann auch handeln sollte. Mhm. Und zum Letzten ähnelt der Burnout dann einer Depression, mhm, und wird damit natürlich auch gerne verwechselt. Mhm. Was heißt das konkrete Handeln? Also was machen Sie mit den Menschen, die zu Ihnen dann kommen? Entspannung kann man lernen. Mhm. Entspannung kann man lernen und der Gegenspieler von Stress, der Gegenspieler von dieser Anspannung heißt Resilienz, das ist die Widerstandskraft, die kann man lernen. Da gibt es Kurse, da gibt es Möglichkeiten zu, ob das nun in einer Gruppe ist oder in einem Einzelcoaching. Das sind so die ersten Möglichkeiten, frühzeitig einzugreifen. Mhm. Wenn es dann die Spirale etwas zugezogen hat, dann bedeutet das allerdings am besten eine Therapie. Mhm. Das muss nicht gleich in einer Klinik sein, stationär, das kann auch ambulant sein, das kann auch bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie sein. Da sind die Wartezeiten meistens wesentlich geringer als bei wirklichen Psychologen oder Psychiatern, die dann in der Endphase zum Tragen kommen. Was mache ich, wenn ich einen Angehörigen, Verwandten, Bekannten habe und ich merke Anzeichen? Wie kann ich da reagieren? Ansprechen und wirklich ganz deutlich auch ansprechen und helfen, Hilfe zu finden. Mhm. Der Schritt, oder wir erfahren das immer wieder bei uns in der Praxis, dass die Betroffenen selbst nicht mehr in der Lage sind, sich Hilfe zu suchen. Da ist man überfordert daran und man wagt es auch nicht, mhm, weil man sagt, Mensch, ich kann doch noch, ich muss mich nur mehr anstrengen, ich muss mich noch mehr herausfordern. Nee, ganz im Gegenteil, man braucht von außen einen Anschub von einem Bekannten, von einem Kollegen, der dann sagt, such dir Hilfe, wir helfen es, wir machen es gemeinsam. Mhm. Vielen Dank, Herr Rust, für Ihren Besuch heute Abend. Gerne.